Der erste Tipp beim Thema Fleisch, keine Panik vor großen Stücken halt. Ne? Dieses kleine, dünne, das braucht kein Mensch. Große Stücke Fleisch, keine Angst, einfach mal drauf los und mal gucken, dass das funktioniert halt. Richtig schön angrillen, ein bisschen Fingerspitzengefühl, das funktioniert. Das Fleisch rausnehmen aus dem Kühlschrank. Erstmal eine Stunde mindestens bei Zimmertemperatur. Das heißt jetzt nicht, wenn es draußen 40 Grad ist, das mal liegen lassen. Das ist es schon gar nach einer Stunde. Locker so bei 20, 22 Grad oder 18 Grad, je nachdem, was man für eine Raumtemperatur hat. Erstmal ruhen lassen, damit das Fleisch sich entspannt. Und dann auf den Grill legen. Halt nicht direkt aus dem Kühlschrank raus, so halbgefroren da drauf und dann prügeln. Das wird halt alles Käse. Ne? Das ist wie, wenn wir duschen. Ne? Willst du ja auch nicht. Quasi total kalt. Heißes Wasser zieht sich auch zusammen. So ist das beim Fleisch halt auch. Muss ich entspannen, bisschen langsam. Dahin, das funktioniert ganz gut. Zum Thema Marinaden, es ist ja jetzt auch gerade so, es gibt ja diese berühmte Grillfackel, Schweinenacken, sonstiges vakuumiertes Zeug halt, was du so im Supermarkt so findest, da würde ich echt die Finger von lassen. Bei den meisten Marinaden ist der Trend halt dazu, das Fleisch überhaupt nicht zu schmecken, deswegen gibt es halt die Marinaden halt. Ne? Also im Supermarkt hast du dann irgend so ein Kram, ne? Am besten, man weiß nicht, wo das Fleisch herkommt. Ne, dann hast du eine Marinade drauf, schmeckst das Fleisch schon nicht mal, nur so eine dreckige Marinade. Die ist dann rot, gelb, grün, genauso schmeckt sie, aber man weiß nicht, woran sie schmeckt halt. Und das ist genau wie so ein Kram Pute. Ne? Das ist das ultimative Lieblingsgrillgericht bei sämtlichen Frauen, ne? Komischerweise, weil er hat kein Fett, ne? Hat leider auch keinen Geschmack. Das ist Styropor mit Federn. Das bringt überhaupt nichts. Wenn man Pute macht, große Stücke, bisschen marinieren, nicht wirklich viel marinieren, angrillen, und dann halt ruhen lassen. Und dann vielleicht so ein kleines bisschen Sößchen dabei, aber nicht in Soße drängen. Das ist immer das Problem, wenn man, oder das Coole, Pute, man legt das dann drauf, am besten den Rost halt nicht wirklich heiß, dann klebt das, dann fängt man an zu schaben, hat man dieses Schabefleisch, was man so kennt. Und da das Fleisch schon logischerweise trocken ist, weil es halt irgendwo her ist, hat man diese komischen großen Currysoßen, packt das dann drüber, ne, hat dann sagt, ne, ich habe halt keine Kohlenhydrate, ich kein Brot dabei. Aber halt ein Berg voller Glukosesirup, was in diesen ganzen fertigen Marinaden mit drin ist. Ne? Lieber Finger weg, puristisch, richtig schön, Salz, Pfeffer, gutes Ausbrauchungsprodukt. Kleines bisschen Ruppen, also mit einem Dry-Rub, also mit einer Trockenmarinade einreiben, das funktioniert ganz gut. Aber nicht töten und vernünftige Sachen kaufen und halt nicht das ganze vorgefertigte Zeug.